Mahlzeit, schön, dass ihr da seid. Heute müssen wir einmal an einem E46 BMW die Stoßdämpfer hinten tauschen. Und zwar ist das eigentlich ziemlich einfach. Das sind eigentlich nur von innen drei Schrauben und von unten eine Schraube. Normalerweise geht das auch ohne das Rad abzunehmen. Aber um euch das halt ein bisschen besser zu zeigen, werde ich das Rad jetzt als erstes auch mal abbauen und dann schauen wir uns das mal weiter an. Der Stoßdämpfer ist nämlich unten am Radlagergehäuse mit einer Schraube befestigt und im Kofferraum ist auch nochmal von der Halterung vom Domlager zwei Schrauben und einmal, also zwei Muttern und eine Mutter am Stoßdämpfer, der den Stoßdämpfer, die Kolbenstange mit dem Domlager verbindet. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los, dafür machen wir als erstes mal das Rad ab. So, das Rad ist ab. Ich zeige euch jetzt mal hier den Stoßdämpfer, wie der jetzt aussieht. Und zwar hier haben wir den Stoßdämpfer. Man sieht schon, hier das ganze Protection Kit hat sich schon aufgelöst. Alles nicht mehr so schön. Und da oben geht er halt durch die Karosserie, einmal in den Innenraum. Und hier unten, da ist er befestigt, die eine Schraube müssen wir lösen. Und hier oben habe ich schon mal vorbereitet. Ja, jetzt sieht man das natürlich nicht so gut. So, da kommt er halt durch. Da müssen wir jetzt halt die Schraube in der Mitte und die Mutter in der Mitte und die beiden Muttern links und rechts lösen. Hier habe ich schon den neuen Stoßdämpfer liegen. Den werden wir dann einmal gleich einbauen. So, zur Sicherheit setzen wir uns hier einfach mal so einen Bock drunter, damit uns das ganze Gerät nicht runterrasselt. Wir lösen jetzt diese Schraube hier mit dem Schlagschrauber. So, Stoßdämpfer gelöst. Jetzt gehen wir einmal nach oben und machen das gleiche nochmal. So, hier sehen wir jetzt diese beiden Muttern, die lösen wir einmal, das ist beides 13. So. Die andere da hinten auch. So, und weg ist er. So, hier liegt jetzt unser neuer alter Stoßdämpfer. Ne? Ihr sehen könnt hier schön ziemlich rostig schon alles. Einfach aufgrund dessen, auch weil das Protection Kit schon ziemlich beschädigt ist. Wie gesagt, wir tauschen. Beziehungsweise ich muss jetzt hier einmal das Ding hier noch runternehmen. Das heißt, hier die Mutter lösen und einmal umbauen. Ach hier, das hat sich auch schon hier zerlegt irgendwie. Ja. Geil. Okay, weiter geht's. So, jetzt geht's weiter. Wir müssen jetzt das Federbeinstützlager hier oben reinsetzen. Oh, es hält. Jetzt muss ich von oben schnell die eine Mutter draufsetzen. So, und wenn das Federbeinstützlager fest ist, den Stoßdämpfer hier durchschieben. Irgendwie auf dem Radlagergehäuse fixieren, dass er nicht runterrutscht und von innen auch noch einmal befestigen. So, der Stoßdämpfer ist da oben fest, der kann nicht mehr runterfallen. Jetzt geht es darum, den wieder ins Radlagergehäuse mit der Schraube wieder zu befestigen. So, achtet auf die richtige Einbauposition. Und zwar muss dieses Blech nach außen, also nach innen zeigen, weil hier die Schraube durchgeht. So, und jetzt haben wir hier nämlich das Problem, der ist ein bisschen abgesackt und der Stoßdämpfer ist auf Maximallänge ausgefahren. Jetzt können wir uns einfach einen kleinen Wagenheber nehmen, den hier drunter setzen und den kurz ein bisschen hochpumpen, sodass wir hier die Schraube vernünftig ansetzen können. So,
So, das reicht im Normalfall schon. Jetzt gucken wir mal. So, ist gescheit angesetzt. So, jetzt können wir den Eimer hier ranziehen. So, den hier wieder runter, beziehungsweise wir können es auch mal ein bisschen höher pumpen. Den Bock hier rausnehmen, um uns die Arbeit jetzt oben noch zu erleichtern, weil ja die Kolbenstange nochmal richtig angezogen werden muss. Können wir den hier auch einmal schön hochpumpen. So, und dann einmal von innen festziehen. So, Federbein ist fest und ja, wir sind fertig. Das heißt jetzt im Prinzip noch hier die ganze Verkleidung, alles wieder reinbauen so. Das ist eigentlich alles ziemlich selbsterklärend, da sind nur irgendwie 2-3 Clipse, die man entfernen muss. Und dann kann man hier sehr gut drankommen. Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt um die andere Seite noch. Und ja, und ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt einfach mal um die andere Seite. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt noch einmal das Rad drauf, gehe jetzt gleich, wie gesagt, auf die andere Seite. Aber ihr habt ja gesehen, wie das funktioniert. Ist eine recht angenehme Arbeit bei Fahrzeugen, die halt Feder- und Stoßdämpfer hinten getrennt haben. Das ist eigentlich aus der Generation die übliche Praxis gewesen, dass man halt die Feder auf einen Lenker gepackt hat und den Stoßdämpfer hinten separiert. Ja, jetzt ist alles gut. Wir haben ja gesehen, wie rostig der andere Stoßdämpfer war. Speziell oben an der Kolbenstange, das war auch schon ziemlich angefressen, das Ganze. Also wir hätten da natürlich irgendwo das Risiko gehabt, dass irgendwann der Stoßdämpfer nachgibt und die Kolbenstange wegbricht. Und dann klopft der Stoßdämpfer im Innenraum an. Wäre nicht so geil. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.